Ach so. Flugmonster. Ach, wie süß. Putzig. Brr, was für ein grässliches Tier. Ich hoffe, ich muss nicht darauf reiten. Ja, sagt deine Freundin auch immer. Ruhig. Ganz ruhig. Braves Flugungeheuer. Flugungeheuer? Nein, ich weigere mich, mit dem Ding zu fliegen. Okay, wir können von hier aus wahrscheinlich ja nichts machen. Wir können da nur ein bisschen rumlaufen. Das heißt, was ich nicht verstehe, es gibt keine Veränderung. Ne? Die Zeit steht still, wir haben die Zeit angehalten, es gibt keine Veränderung. Aber plötzlich fehlt hier alles. Wenn es denn keine Veränderung gibt, dann muss auch alles so sein wie vorher. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorni. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja! Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Oder jemand war so klug, den gleichen Plan zu entwickeln und wird euch jetzt vernichten und die Weltherrschaft an sich reißen. Entschuldigung, melodramatischer Moment. Ja, wir sind jetzt also hier oben auf der Barrikade und ganz kurz nochmal ist mir jetzt während des... Ach, meine Stromrechnung nicht bezahlt. Während des Zwiegesprächs ist es mir noch aufgefallen. Ich gehe nochmal ganz kurz nach draußen. Das mit dem Nichts hat, glaube ich, nicht mit Raum und Zeit angehalten zu tun, sondern das ist ja, hat sich ja vorher schon alles in Nichts aufgelöst. Der Hinweis dafür war die große Schlucht vor dem Schloss, wo gesagt wurde, früher war das mal irgendwie ganz toll da alles und jetzt ist alles nur noch, naja, ein Abgrund und die Stadt Corona steht ja nur noch auf dieser Felsnadel, hieß das Felsnadel, auf dem ganz dünnen Felsen, wo vorher mal frische Lande waren. Das heißt, das Land hat sich vorher schon in Nichts aufgelöst. Wir haben jetzt eigentlich aufgehalten, dass es sich immer weiter auflöst in Nichts. Und ich frage mich, ob das hier gerade alles, was wir hier gesehen haben, ob das quasi alles die kärglichen Reste sind von dem, was war. Und wie es wohl Opa und Ben geht. Und Spot natürlich auch. So, wir können jetzt erstmal nichts mehr machen, ne? Wir können Luko beobachten. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Okay, reicht. Hey, du da! Stehen geblieben! Oh oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Gorni, schnapp ihn dir! Wirf ihn in den Kerker! Nein! Und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest. Wieso geht das Hedwig ihm entgegen? Das ist ja lächerlich. Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Das Loch da unten sieht nicht sehr einladend aus. Da ist unser Kuhfuß. Keilförmiger Stein. Kieselsteine und natürlich der Bote. Der große Chaski. Ja, ja, der rettet die Welt auf jeden Fall. Hey, Bobby, du auch hier? Oh, Sedgwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben. Wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Das passt ganz gut zu deinem Leben, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Man sieht es jetzt in der Rolle nicht so gut. Aber achtet mal drauf, der Typ hängt quasi genau über dem riesigen Abgrund. Da möchte ich auch nicht in seiner Haut stecken. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askiel haben gewonnen. Aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren.
Schnelligkeit spielt ja jetzt nicht nur eine Rolle, wenn die Zeit vergeht. Schnelligkeit spielt ja offenbar auch hier eine Rolle. Ein 100-Meter-Lauf kann man offenbar auch noch gewinnen, während die Zeit stillsteht, weil sie offenbar nur für Objekte stillsteht, nicht aber für die lebenden Einwohner, die sich ja noch bewegen können. Also nutzt Schnelligkeit sehr wohl etwas. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha! Nenn mir einen guten Grund. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja, auch wenn die Zeit angehalten hat. Guter Punkt. Ja, offenbar geht das Leben ja weiter. Gott, hört auf zu heulen, ihr alle. Man wird uns sicher retten. Und wer soll das bitte sein? Sieh es ein, niemand wird kommen. Wir sind verloren. Aber wir sind doch da. Wir sind Sadwick. Wir sind Legion. Ich werde uns hier rausholen. Du? Haha, dass ich nicht lache. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askil entkomme. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen oder mit Torten werfen? Können wir den Typen hier nicht einfach verrotten lassen? Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. Alter, der Typ gibt mir so auf den Sack. Du hast recht. Alles ist verloren. Ja, aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Ja, Sadwick, sieh es ein. Der Typ ist zwar schlimmer als du, aber du bist jetzt auch nicht wirklich ohne. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein, wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha! Und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um! Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist! Ach, halt die Klappe. Das kann der Typ doch gar nicht wissen, der war nicht dabei. Und vor allen Dingen, klar, wer nichts macht, macht keine Fehler, aber dann wären wir jetzt alle tot. Dann wären die Planeten kollidiert und wir könnten hier nicht noch rumadventuren, dann wäre das Let's Play nämlich zu Ende. Also, Sadwick, hast du alles richtig gemacht. Lass dich nicht ärgern von dieser alten Trantüte da. Alter, den habe ich gefressen. Kette, kann ich die nicht mit der Kette strangulieren? Die Käfige sind alle an einer einzigen Kette aufgehängt. Was für eine eigenwillige Konstruktion. Ja, wir erinnern uns. Und hier der Haken, da war Spot dran. Oh, kleiner Spot. Umlenkrolle? Der Käfig hängt an einer Umlenkrolle, die lose auf der Kette aufliegt. Was für eine eigenwillige Konstruktion. Ich frage mich, ob ich das irgendwie zu meinem Vorteil nutzen kann. Das frage ich mich auch gerade. Vielleicht könnte ich die Aufhängung der Käfige durchbeißen. Ach, was rede ich mir da ein? Mit meinem weichen Zahnschmelz bekomme ich ja nicht einmal Sonnenblumenkerne geknackt. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Brauchen wir den Kufu? Aber mit dem Kufu kommen wir da auch nicht rüber. Die Askil haben meinen Kuhfuß hier zurückgelassen. Meine anderen Sachen sehe ich nirgendwo. Ach ja, natürlich. Wir sind wieder ohne irgendwas. Ist ja ganz klar, wie in jedem Adventure-Abschnitt. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay, wo... Ja, jetzt weg. Wo wir aber rankommen, bestimmt an die Kieselsteine, ne? Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Kann ich die vorher anlecken, ob die auch gut sind? Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Oh, okay. Fördert die Verdauung. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Da kommen wir also auch nicht ran. Da auch nicht. Außer Steinen scheint es in diesem Spot... Na. Nein, danke. Na. Keine Chance. Von hier aus... Okay, wir kommen also nirgendwo ran. Selbst da nicht. Ich hätte gedacht, wir können die Kieselsteine wenigstens greifen. Wir haben nichts im Inventar. Wir können nichts greifen. Wir können eigentlich nichts machen. Oh, Spot. Spot. Umlenkrolle. Keilförmiger, lalala, Boote, Kuhfuß, da geht's raus, Kerkertür. Wie bringe ich mich nur immer wieder in solche Situationen? Können wir die Kerkertür von hier aus anlecken? Natürlich nicht. Hey, hallo, was ist da los? Was willst du, Knirps? Ich habe eine Beschwerde. Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das?
Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Das ist eine gute Frage. Ich will mir sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Ich will mir sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Soll ich dir vielleicht noch ein Schwert besorgen? Vielleicht? Ach, du meintest es ernst. Hätte ja klappen können. Ich will gegen ihn kämpfen. Das wäre sicherlich lustig. Ich glaube aber nicht, dass er Interesse daran hat. Wozu sollte er kämpfen? Er hat bereits alles erreicht. Ja, er ist König über nichts. Über ein großes, rundes Nichts. My Empire of Dirt. So, Ich will mich beschweren. Für Beschwerden hat Loco keine Ohren. Hat er überhaupt Ohren? Ich erinnere mich an sowas wie Fühler. Aber Ohren? Wie ich es sagte, er hat keine Ohren. Insbesondere für Beschwerden. Immerhin können wir mit ihm reden. Eigentlich will ich gar nichts von ihm. Da hat er ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Ich mag den Typen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich finde ihn zwar scheiße, diesen komischen Typen. Aber ich finde ihn irgendwie lustig. Wann gibt es Essen? Du hast es noch nicht verstanden. Die Zeit hat angehalten. Wir altern nicht mehr. Wir müssen weder essen noch schlafen. Wir müssen nichts mehr tun. Juhu. Nie wieder. Ja. Boah, nie wieder schlafen. Ich freue mich. Aber rumlümmeln kann man ja trotzdem noch. Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Du sprichst von deinem hässlichen Wurm? Er ist nicht hässlich. Er ist nur optisch zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wo der Wurm ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich glaube, er ist im astronomischen Labor in den Brunnen gefallen. Dann ist er wahrscheinlich tot. Ins Nichts gestürzt. Ja. Glaube ich keine Minute. Ach so, hier. Ich will in eine andere Zelle. Vielleicht klappt das, ja? Ich frage erstmal das hier. Was habt ihr mit uns vor? Wieso? Was sollen wir mit euch vorhaben? Nichts. Nichts? Ach komm schon. Ihr könnt uns doch nicht auf ewig hier hängen lassen. Ach ja? Und warum nicht? Das ist allerdings nicht so geil, wenn die Zeit angehalten hat, wenn man nicht sterben kann, nicht mehr Hunger hat, nicht mehr schlafen kann und gar nichts mehr. Dann einfach nur in so einer Zelle existieren, ist schon blöd. Aber ganz ehrlich, der König sitzt da oben auf seinem Thron, also der Herr Loco, und kann ja auch nichts machen. Der kann ja nur rum existieren. Aber da gibt es ja nichts zu tun, weil die Welt existiert ja kaum noch und der kommt da auch nicht runter. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Igitt. Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal. Bah, sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Da, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Das ist ja jetzt nicht sehr hilfreich, aber vielleicht kommen wir jetzt an die Kieselsteine ran. Juhu! Okay, wir haben Kieselsteine. Außer Steinen scheint es... Ja, kennen wir ja schon. Huch. Das heißt, wir müssen die mit irgendwas benutzen, wie zum Beispiel mit der Rolle hier. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Vielleicht den Kuhfuß auf eine ganz coole Art und Weise nach oben flitschen. Keine Chance. Von hier aus komme ich da... Vielleicht einfach den Boten bewerfen. Ja! Hey, lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören!
Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Nein! Zu nah dran! Ich will nicht so nah dran sein. Können wir den vielleicht nochmal bewerfen? Ich mag den nicht. Hallo? Hier? So? Hey! Lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn ihr dann wirklich Ruhe gebt. Jetzt sind wir wieder auf der alten Position. Nein, ich hätte vorher versuchen sollen, an die Rolle zu kommen. Mist. Hey, lass das! Wache! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Jetzt sind wir wieder oben. Ist aber interessant. Da kommen wir vielleicht so an die Kette und so. Wir probieren das mal ein bisschen aus, ne? Hier so mal ein Boot und nochmal. Der kann es ja vertragen. Hey, wache! Einmal, aber nur... Juhu! Der hat eine Engelsgeduld da oben. Kommen wir jetzt an die Umlenkrolle? Nein, die kann ich weder nehmen, noch so. Der ganze Käfig hängt da dran. Verdammt, können wir mit dem Boten reden, dass wir hier irgendwie was wegschaukeln oder so? Geht das überhaupt? Ein paar Ohrfeigen würden ihm gut tun, aber ich komme nicht ran. Ach, verdammt. Hey, Bobby. Ach, Sedgwick, lass mich doch einfach in Ruhe sterben. Ach, vergiss es. Was soll ich vergessen? Ach. Die Ausweglosigkeit? Ha! Boah, ist ja ätzend. Wir kommen an den keilförmigen Stein. Außer Steinen scheint es ein Spot. Da kommen wir jetzt ran. Vielleicht können wir die ja in die Umlenkrolle stopfen oder sowas. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Yeah! Und jetzt bewerfen wir den nochmal mit Kieselsteinen. Und theoretisch... Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen! Einmal verstelle ich die... Aber nur... Na komm schon! Was ist das? Er scheint etwas zu haken! Huch! Autsch! Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Broken Age. Erstens, wieso ist die Tür offen? Wahrscheinlich... Wieso kommen wir damit wieder nach oben? Das ist doch kein Fahrstuhl. Das muss doch der Typ bedienen irgendwie. Von außen betrachtet sieht der Schaden gar nicht so groß aus. Nein, außer dass die Welt nicht mehr existiert. Noch in Scherben. Trümmer. Himmel, die ganze Welt ist... Was habe ich nur... Ach du Scheiße, da ist glaube ich der Alchemieturm. Das hier weiß ich gar nicht. Spot, Kokon, Fläschchen. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass genau das passiert. Also nicht, dass er... Eigentlich dachte ich, der liegt noch im Brunnen, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, der ist nicht ins Nichts gestürzt, so rum. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir? Wenigstens... Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Oh, das ist schon süß. Fläschchen mit Brunnenwasser, komm. Niemals. Dieses sogenannte Wasser des Lebens hat ihn doch überhaupt erst zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ach, Spot, warum musst du auch immer so gierig sein? Er war vorher eine Raupe und ist jetzt ein Kokon. Das ist doch was Gutes. Was soll ich denn jetzt sonst machen? Mehr gibt's hier auch nicht, ne? Nichts. Ach, hier ist sowieso nichts. Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Was habe ich nur getan? Guck mal, vielleicht da... Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Ja, ins Nichts rotzen bringt nichts, weil da ist ja nichts. Springen ist keine Option. Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Lass es bleiben. So, dann können wir ja wieder hoch eigentlich. Wie auch immer das geht. Wieso wurden wir jetzt wieder hochgezogen? Ich verstehe das nicht so ganz. Naja, aber Hauptsache wir sind jetzt frei. Kuhfuß nehmen wir auch. Vielleicht noch mal dem Boten Tschüss sagen, der hat ja nicht an uns geglaubt. So aus Prinzip. Hey, Bobby. Ach, lass mich. Ach, ja. Ach, vergiss. Was soll ich vergessen? Ha! Der Typ. So,